Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Star Manager hier bei Heisenberg Zockt. So, wir stehen schon wieder vor dem Spiel. Draußen wird Rasen gemäht, sehr schön. Die nötige Ruhe werde ich also nicht haben, aber okay, ich möchte jetzt trotzdem spielen, ich möchte aufnehmen, ich möchte hier weiterkommen. Also, wir haben das Spiel und zwar gegen die Hertha. Die Hertha finden wir auch eher unten. Okay, aber gegen die unten, ach so, ja, die sind ja letzter. Ach du grüne Neune. Gegen die tun wir uns immer irgendwie schwer. Und vor allem, ja, die haben natürlich durchaus noch eine Möglichkeit, hier aus dem Sumpf rauszukommen. Naja gut, wir werden versuchen, dass wir das verhindern können. So, wenn man den hier, da haben wir gleich mal die Guten drin. Ja, und das lasse ich tatsächlich so. Ich möchte, dass die hier alle spielen. Wellmann ist auch drin, wobei, Moment, wer war gleich nochmal unser Junger? Ich kann mir irgendwie die Namen von den Leuten nicht merken. Das hier ist, den haben wir, glaube ich, frisch dazu bekommen. Er hier, aber er ist natürlich völlig platt, weil den haben wir geskillt. Sehr gut, okay, dann bleibst du mal draußen. Du musst erst wieder mal ein bisschen Luft bekommen. Ist der? Ne, er zeigt sich besorgt. Warum das denn? Haben wir hier eine Karte? Ne, nicht wirklich. Zumindest nicht für ihn. Beziehungsweise für gar keinen. Na, wir spielen jetzt einfach mal. Ich denke, wir sind nicht schlechter aufgestellt. Wir brauchen die 3 Punkte. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Wir müssen jetzt hier wieder den Abstand. Ja, wir müssen den Abstand halten. Wenn es geht, wenn die Bayern verlieren, werden wir den vergrößern. Das werden wir sehen. Aber das sind schon wieder Sätze. Ich halte mich besser zurück. Wir müssen erstmal spielen. So, von der Qualität her müsste es eigentlich reichen. Aber irgendwie kann es sein, dass sich die Gegner langsam auf uns eingestellt haben. Das erscheint mir alles nicht mehr ganz so easy wie auch schon. Es regnet. Es regnet in Strömen. Okay, ist das unser Wetter? Ich weiß es gar nicht. Die letzten Spiele waren wir schlecht, ob die Sonne scheint oder nicht. Ist eigentlich egal. Schlecht waren wir sowieso. Und das werden wir jetzt hier ändern müssen. Und ich versuche das auf dem Weg, der eigentlich immer funktioniert hat, zumindest früher, nämlich über die Flügel. Naja, denkste. Die haben sich darauf eingestellt. Kann das sein, dass die KI lernt? Hast du den? Nein, aber du hast den. Jawohl, Glück gehabt. Sonst hätten wir schon wieder den Neuversuch hier benutzen müssen. Lauf mal nach da, du läufst nach da, dann ziehen wir das Ganze ein bisschen auseinander. Mal gucken, ob der schneller ist. Ja, ein bisschen schneller ist er. Okay. Nochmal ein bisschen laufen. Jetzt haben wir 3 Leute hier. Komme ich hier dran vorbei? Ich glaube nicht. Ich versuche es trotzdem. Dann hätten wir eine Ecke sonst. Oh, gar nicht schlecht. Relativ scharf der Pass. Jawohl, da hängt der Ball im Tor. Nämlich ja genau dort, wo er hin muss. Und geschossen hat das Tor McGee. Sehr gut. Der trifft halt schon auch immer wieder. Wir werden jetzt hier bei der Energie gar nichts machen. Sondern, oh, die Hertha kommt. Aber Wellmann hat reagiert. Sauber. Wisst ihr was? Wir haben davon eigentlich für den Moment genug. Das testen wir nochmal. Frei nicht hinterher einschüchtern. Frei nicht hinterher einschüchtern. Nicht. So, gar nicht schlecht für meine Verhältnisse. Gut, das hätten wir. Hat ein bisschen was gebracht. Wechseln. Nee, im Moment würde ich das so lassen. So, wir führen nur 1-0. Da müssen wir nicht das Gefühl haben, wir können jetzt irgendwie die ganze B-Mannschaft einwechseln. Zumal wir nicht Chance an Chance haben. Also das Spiel scheint mir halbwegs ausgeglichen zu sein. Ich wollte gerade sagen, das ist doch abseits. Ich wollte auch eigentlich dem hier spielen. Ah, wie doof. Gehen wir hinten rum. Damit die sich mal erstmal ein bisschen... Was war das denn für ein Pass? Der sollte eigentlich auch... Der sollte auch nicht zu ihm, der sollte zu dem hier. Wo spielen die denn hin? McGee ist ins Abseits gelaufen. Ich neige dazu, wisst ihr was? Nee, wir lassen ihn drin. Wir haben hier eigentlich größere Probleme. Mittelfeld links und rechts haben wir hier. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Du kommst hier rein. Und Radke geht raus. Mittelfeld links, da kommt der Prinz rein. Der ist zwar auch nicht gerade topfit, aber ein bisschen besser unterwegs als der Kollege. Naja gut, ich nehme auch das 1-0. Ja, das war jetzt aber tatsächlich wieder knapp. Einiges bisschen. Okay, ich würde das aber nicht alles so grün sehen. Definitiv nicht. Das sehe ich dann wieder grün. Bayern? 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 Wo sind die Bayern? Ah, haben auch gewonnen. Schade. Dortmund hat auch gewonnen. Okay, dann tut sich nichts, außer dass wir nur noch 3 Spiele haben. Und immer noch die 6 Punkte. Das ist all das. 3 Spiele, 6 Punkte Vorsprung und 1,6 Millionen auf dem Konto. Und wir können hier... Machen wir den hier... So, Tackling. Okay, wir können nochmals killen. Oh, die Ziele. Alle Ziele erreicht. Sehr gut, das gibt wieder ordentlich Geld.
Ja, und müsste doch auch noch Karten geben. Und das tut es auch. Physio, Fertigkeit und Kabine. Sehr schön. Neue Ziele. Pressekonferenz, zwei Spieler ohne Gegentor und ein Scouten. Das werden wir machen. Post. Ja, das wissen wir. Okay, dann gehen wir doch glatt mal kurz zu den Mitarbeitern und schnappen uns die Kärtchen. Physio haben wir hier unten. Wobei, ich wollte ja eigentlich austauschen. Wisst ihr was, das lassen wir mal für den Moment. Weil ich wollte ja noch mal kurz Hand anlegen, dass wir da noch mal tauschen. Aber nicht jetzt, sondern das würde ich dann eher auf die, ja, auf Saisonende hin vielleicht sogar machen. Wer ist eigentlich am schwächsten? Der Scout und der Fitnesstrainer ist auch nicht so. Der Guru, den könnte man entlassen. Wir stöbern mal bei der Fitness. 71, den möchte ich haben. Das Geld haben wir ja, das können wir uns leisten. Okay, das heißt, er wird uns verlassen. Trainer entlassen. Jawohl, und tschüss. Und wir kaufen uns einen neuen, nämlich den hier. Vertrag anbieten, aber doch nicht mit der 6. Ui, Glück gehabt. 278. Ah, und schon wird er 100.000 teurer. Egal. Den nehmen wir. Wir brauchen den Mann. So, gut. Dann geht es da runter. Wir brauchen im Moment nicht das Geld. Wir müssen hier... Ja, genau. Wir müssen hier vernünftig arbeiten. So, ich habe mir schon überlegt. Nee. Oder lasst uns doch nochmal schnell gucken. Spielplan. Ja, Nürnberg, dann Inter. Und das ist natürlich das Spiel der Spiele. Zumindest vorerst mal. Das heißt, wir müssen jetzt gegen Nürnberg... Wir müssen trotzdem gewinnen, sonst verkleinert sich der Abstand. Wir haben noch ein Interview. Nehmen wir das doch noch zuerst mit. Auf welchem Level ist der Fanshop? Glück gehabt. Okay, ich wusste, dass er nicht ganz ausgebaut ist. Nochmal eine Kabinenansprache. Sehr gut. Und noch eine Dose. Ein Dilemma. Beziehungsverbesserung zur Presse und 100.000. Das könnte man brauchen. Füge einem deiner Spieler eine positive Eigenschaft hinzu? Nein. Wir machen die Presseverbesserung, also die Beziehung. Und die 100.000 nehmen wir glatt auch noch mit. So, sehr gut. Dann haben wir nämlich den Fauxpas vorhin schon wieder gedeckt. Mit den Vertragsverhandlungen. Ein Vorfall. Rottmanner will an einem Beachvolleyball-Event teilnehmen. Darf er sich für das heutige Training freinehmen? Nein. Nee, nicht vor der Champions League. Soweit kommt's noch. Gut, dann haben wir das Spiel. Eben gegen, ich guck nochmal schnell. Gegen Nürnberg. Okay, und Nürnberg haben wir. Auch eher hier unten. Ja, jetzt ist halt die Frage. Ja, wir können das nur so machen, dass wir das mit dem Assistentenvorschlag lösen. Und jetzt aber die wirklich starken schon, weil wir brauchen die für die Champions League. Was haben wir an Karten? Da können wir auch noch ein bisschen was arbeiten. Okay, ich würde ihn hier sicher rausnehmen. Das würde heißen, Verteidigung links brauche ich nur einen Ersatz. Ja, zum Beispiel ihn hier. Mitnehmen werden wir mal. Dann haben wir hier im Mittelfeld starke Leute. Wir haben vorne McGee. Dann verletzt sich McGee. Das möchte ich nicht. Deswegen, ich würde glatt hier mal kurz... Ne, wisst ihr was, wir nehmen Distler. So, weil irgendeiner muss ja die Tore dann doch noch schießen. Und das hier lassen wir so, wie wir es haben. Es sieht ja eh nicht so schlecht aus. Also die hier unten, die sind alle in Erholung. Und hier die Verletzten, das sind Langzeitverletzte. Da können wir nichts machen, leider bei Amorim. Okay, wir gehen zum Spiel. Ja, und jetzt heißt es das Spielgewinn, ganz klar. Also, 1. FC Nürnberg, wir kommen. Zack, bestätigen. Und ab geht die Post, das hoffe ich zumindest. So, abspielen. Ja, dauert immer lange. Früher hatten wir nach 2-3 Minuten schon die erste Chance jeweils. Aber jetzt haben wir dafür jetzt eine, das ist ja auch in Ordnung. Lauf du mal weiter. Kann ich dir irgendwie den Ball zustecken? Ja, dreh dich. Und boom. Jawohl, reingeschoben. Hat er clever gemacht. Gegen die Laufrichtung des Torwarts. Sehr gut. 0:1. Elsner war's. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt irgendwie wirklich zu Toren kommen, damit wir frühzeitig was mit der Energie machen können. Weil auch wenn wir hier gewinnen müssen, der Fokus liegt ganz klar definitiv auf dem Spiel gegen Inter Mailand. Okay, direkt oder... Ja, das wird nichts. Ich versuch's trotzdem. So, irgendwie so. Und dann mit Efe. Wow, was für ein Tor. Ui, wenn das im Champions League Halbfinale gelingen würde. Eigentlich war das ein cooles Tor. Wer war's?
Ach, Knopf. Ach, der kann Freistöße. Das ist ja... Okay, gleich nochmal. Nee, jetzt treffe ich nicht mehr. Aber habt ihr gesehen, das mit dem Effe hat tatsächlich geklappt. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Und er hängt auf. Ja gut, aber der Torwart ist natürlich blind. Der ist ja genau auf ihn gekommen. Oh, das ist aber sehr schön. Was wieder Knopf? Nee, jetzt hat... Wir hatten jetzt geschossen. Quaschni. Ach, der kann das aus. Na, das ist ja perfekt. Okay, wir sind gut unterwegs, würde ich mal behaupten. Das heißt... Wir schonen mal ihn hier. Die lassen wir. Und wir gehen aber relativ schnell mit der Energie zurück, würde ich vorschlagen. So ab der 60. Minute. Dann werden die Nürnberger kommen und auch das ein oder andere Tor schießen. So, wir gehen zurück. Lassen das. Ja, da kommen sie schon. Oh, und jetzt kommen sie schon mit Toren. Schirmer konnte nichts machen. Ich muss hier aufpassen. Aber wir können ja nochmal kurz einen auswechseln. Einen Verteidiger würde ich gerne rausnehmen. Und Hechler bringen. Zum Beispiel für ihn hier. Und ansonsten... Ja, mal Habermann noch rein. Und dann haben wir alle ersetzt. Und das lasse ich hier, dass ich da rumspiele. Ja, ein bisschen runter können wir noch. Ah ja, und jetzt schießen sie das 3-2. Nee, Quaschni hat gerettet. Gut. Erziele ein Tor aus 40 Metern Entfernung. Haben wir tatsächlich geschafft. Das ist ja sagenhaft. Okay, das war der andere Freistoß. Aber eben, der ging ja dem Torwart zwischen den Augen durch. Also, ich weiß auch nicht. Wir fahren fort. Okay, ja, das ist alles klar. Bestens, wie sieht's hier aus? Bayern, Bayern, Bayern. Wo haben wir sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind denn meine Bayern? Da. 0-0. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dortmund hat gewonnen. Die haben wahrscheinlich die Bayern überholt. Nee, reicht noch nicht. Ah, ja. Das ist doch gegessen. Zwei Spiele. Wir sind deutscher Meister. Wir haben den Titel verteidigt. Oh, wie schön. Dann können wir nämlich da dann Energie sparen. Ach, wie ist das schön. Weil, ja, ganz einfach. Zwei Spiele sind noch. Wir haben 8 Punkte Vorsprung. Maximal sind 6 Punkte zu vergeben. Das wird nicht mehr reichen. Wow. 2 Runden Verschluss, Titelverteidigung. Also das hätten wir schon mal für meinen Geschmack zufriedenstellend. Bewältigt. Und jetzt sind diese Niederlagen und Unentschieden vielleicht eben doch nicht so schlecht gewesen, weil wir haben das ja auch zu verantworten dahingehend, dass wir da eben Energie gespart haben. Ganz klar. Das hat schon alles irgendwie seine Richtigkeit gehabt. Wir fahren mal fort. Extrem überzeugt. 100%. Ja, wir sind deutscher Meister. Und zwar zum zweiten Mal. Wir brauchen Karten. Ganz klar, weil die Champions League kommt. Und jetzt muss ich gestehen, jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob wir schon 2 Spiele hatten. Ich sehe aber bei der Aufnahme von der Zeit her, dass wir genügend Zeit haben. So, sammeln wir, danke. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter. Also wir machen das erste Spiel gegen Inter Mailand noch. Oh, Alkoholsucht? Echt jetzt, wenn sie unzufrieden sind? Nee, das möchte ich aber natürlich nicht, um Himmels Willen. Das Spiel kommt gegen Inter Mailand. Ja. Alles golden, außer der Kollege hier vorne. Penso ist noch am Üben. Okay, das hatten wir schon mal. Da können wir nicht drauf gehen. Wir müssen spielen mit dem, was wir haben. Und so, wie wir immer spielen. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Wir haben ja, wie gesagt, noch Karten. Wir fangen mal hier hinten an. Wir haben Habermann im Tor. Das ist okay, denke ich. Ihn möchte ich wie immer im Zentrum haben. Ja, das war nicht das Zentrum. Wir machen das mal so. Blinkt irgendeiner? Nein. Was haben wir in der Verteidigung an starken Leuten? Nein. Hier unten, Verteidigung zentral, 65, 66. Wir brauchen die hier. Der ist eigentlich rechts. Okay. Vitas brauchen wir auch mit 64. Der kommt hier hin. Wobei der wäre ja noch ein bisschen stärker hier. Okay. Dann würde das hier, glaube ich, passen. Nee, Verteidigung links gefällt mir überhaupt nicht. Was haben wir denn Verteidigung links noch? Der ist ein bisschen stärker. Ansonsten, Verteidigung links. Wo sind denn die guten Leute von links? Von der Verteidigung links. Das ist nix. Ich dachte, wir hätten links nochmal irgendwie einen guten gehabt. Ach so, Moment, das haben wir so gemacht, genau. Deswegen hatten wir einen guten, weil der halt omnivalent ist. Jetzt brauchen wir hier natürlich im Zentrum nochmal einen starken. Und da würde sich anbieten, er hier, Hechler. So, für Seidel. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Gut, im Mittelfeld haben wir hier eigentlich nichts, was wir unbedingt benutzen müssen. Benutzen klingt so abfällig, so meine ich das aber gar nicht. Mittelfeld links 64 statt Frisinus machen wir. Klugmann Mittelfeld 58. Der ist hier. Nee, nee, der, also der kommt raus, ganz klar.
Radke muss rein. Okay, dann haben wir 64, 70, 73, 68. Passt. Vorne Elsner McGee. Müsste eigentlich auch passen. Dann würde das soweit stimmen. Jetzt gucken wir mal schnell wegen der wegen den Ersatzspielern. Das ist hier okay. Ja, Verteidigung links, links, rechts, zentral. Ja, das ist wenigstens omnivalent, das gute Männchen. Das lassen wir auch. Vorne, ja, das ist auch okay. Müsste hier noch einer mit, ist hier wo einer, der noch mit muss. Verteidigung rechts, zentral. Ich glaube, da muss ich nochmal ändern. Der muss noch mit. Und den Rest lassen wir. Klugmann kommt, glaube ich, gerade aus der Verletzung raus. Ja, das machen wir so. Jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Doch, das spielen wir noch. Aber jetzt ist ganz klar, wir brauchen hier noch entsprechend die Karten und die werden wir tatsächlich auch nutzen. Also einmal Prinz. Dann haben wir hier ihn. Dann haben wir hier ihn. Hier haben wir den Radke. Hier haben wir den... Halt, ich muss nochmal schnell gucken. Moment, doch. Ne, wir nehmen die hier. Quaschny, wenn wir jetzt gucken, das sieht eigentlich okay aus. Der ist fast am schwächsten unterwegs, aber das passt soweit. Gut, Spielerzufriedenheit kriegen wir jetzt nicht mehr rauf. Wir spielen jetzt gegen Inter Mailand. Champions League Halbfinale. Guckt euch das mal an. Dortmund ist auch noch hier und jetzt kommt der Rasenmäher immer näher. Ich hoffe, der stört mich jetzt hier nicht massiv. Ich höre ihn aber schon. Naja gut, wir spielen trotzdem. Also, ideale Voraussetzung. Es regnet und ich höre den Rasenmäher. Volle Pulle. Puh, zu Hause gegen Inter Mailand. Wir legen los. Mal gucken, was wir hier hinkriegen. Strafstoß? Oh, Strafstoß für uns. Ach, wie schön. Okay, hau den in die Ecke runter. Jawohl, 1:0 im Champions League Halbfinale für Real Heisi gegen Inter Mailand und McGee war's. Aha, schön. Gleich nochmal. Mach mal, Jungs. Ach, ich bin stolz auf euch. Aha. Ah, okay. Also, solange die keine Chance haben. Aber wir müssen natürlich hier ein bisschen was vorlegen, nachher in Mailand selber. Man kennt das. Da brauchen wir im Prinzip ein Polster. Ich mache das mal mit der hier. Okay, wir haben Leidenschaft, Spielfeld, Spielen, ran. Leidenschaft, Spielen, Leidenschaft, ran. Ich glaube, Spielfeld war es noch. Ist egal, lassen wir. Wir haben plus 9, das muss reichen. Ja, das hat was Gutes bewirkt. Sehr gut, nämlich, okay. Ja, wir müssen nochmal ein Tor schießen. 1:0 ist fast zu wenig. Das wird sonst schwierig auswärts. Aber dafür müssen wir natürlich Torchancen haben. Und das sieht nicht danach aus, als würde hier viel passieren. Sollen wir irgendwie wechseln? Wo haben wir eine Verbesserung? Mittelfeld links zentral. Das ist in dem Sinn keine Verbesserung hier, der Kollege Fresenius. Elert auch nicht. Da natürlich auch nicht. Nee, wir müssen es eigentlich lassen, wie wir es haben. Wir könnten natürlich ein bisschen mehr auf Angriff gehen. Ich gehe das Risiko ein. Aha, und schon haben wir den Ball. Machen wir mal einen gewagten Pass. Das hat nicht geklappt, aber wir haben den Ball noch. Ach, come on, den hätte er doch noch geholt. Naja, wir haben den Neuversuch noch. So, keine wilden... Oh, ich wollte gerade sagen, keine wilden Sachen. Und schon haben wir einen Fehlpass. Das sieht aber gar nicht schlecht aus. Schade, dass der uns auch noch nachrennt. Wir düsen mal los. Nach hier hinten. Und dann kommt nämlich die Flanke rein. Köpfchen. Ah, falsches Köpfchen. Ah, holen dir. 9. Ah, schade, der Ball ist weg. Na? Oh, nein, nein, nein. Oh, come on, nee. Ah, das klingelt. Oh, das klingelt. Ah. 1:1. Das ist natürlich schlecht. Ah, oh, welche Enttäuschung. 1:1 zu Hause. Nee, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Soll ich jetzt auf den Rasenmäher schieben? Hört ihr den? Real Heisi scheitert gegen Inter. Nee, gescheitert würde ich nicht sagen. Aber das ist natürlich einfach keine gute Ausgangslage. Jetzt müssen wir in Mailand gewinnen. Ganz klar. Und sie haben noch zu allem elenden Auswärtstor geschossen. Na ja, gut, wenn wir in Mailand gewinnen sollen, müssen wir auch ein Auswärtstor schießen. Sonst funktioniert das nicht. Ganz klar wieder Karten. Und jetzt gucken wir nochmal schnell. Wann haben wir das Rückspiel? Nach dem... Nee, nach Bayer. Bayer, Gladbach und Inter. Die beiden Spiele. Oh nee, jetzt kommt der Cup. Jetzt wollte ich gerade sagen, hier können wir uns ausruhen. Nee, nee, nee. Hier können wir uns nicht ausruhen. Definitiv, das geht nicht. Da müssen wir gucken,
dass wir hier auch weiterkommen. Also hier müssen wir wieder auf dem Punkt fit sein. Und bei Gladbach, da machen wir eine Pause. Die dürfen gewinnen, ist uns egal. Wir sind deutscher Meister. Und bei Inter, ja, volle Pulle, Risiko. Da können wir eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Da müssen wir ganz einfach gewinnen. Ah, jetzt ist Amorim mal wieder noch da. Den können wir mit einer Karte peppeln. Dann sind wir hier auf dem Flügel auch wieder besser. Noch ein Interview. Auf welchem Level das Fitnesscenter? Ja, mit 5 sind wir in der Regel richtig. Scout und Fertigkeit. Okay, da habe ich gesagt, oh ne, Fertigkeit können wir natürlich machen. Weil wir haben einen neuen Fertigkeitstrainer. Den haben wir aber bei den Mitarbeitern. Zack. Fertigkeit haben wir sogar 2. Hier, er hier. Ne, wir haben einen neuen Fitnesstrainer. Ja, dann lasse ich's. Haben wir was für die Fitness? Nein. Gut, ne, dann lassen wir das. Aber hier beim Team haben wir noch was, nämlich Tackling. Vielleicht gerne nochmal für irgendwie einen sehr jungen mit Potenzial. Oder für Elsner. Der ist 26. Ne, das gefällt mir nicht. 24. 21, 26, das ist natürlich alles immer noch sehr jung, ganz klar. 18, nee, aber Vitas hier. Wisst ihr was? Nochmal Vitas, ganz einfach. Den kriegen wir hier noch auf Gold. So, noch 10 Karten, dann ist er auf Gold. Gut, liebe Freunde, wir haben schon das nächste Spiel. Das wird, wie gesagt, der Cup gegen Bayer. Da müssen wir uns wieder zusammenreißen, das werden wir tun. Und dann wollen wir im Cup natürlich auch weiterkommen. Aber immerhin, schaut mal. Ja. Champions League, naja, 1-1 zu Hause, nein, nicht okay, gefällt mir nicht, aber wir sind deutscher Meister, den Titel haben wir schon mal verteidigt. Ich danke euch fürs Zusehen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, dann geht es erstmal im Pokal gegen Bayer und danach dann das Rückspiel irgendwann, ja, 2 Wochen später gegen Inter Mailand. Italien, wir kommen. Danke fürs Zusehen, bis dann, tschüss.